Raiatea voraus. Jetzt müssen wir hier vorne noch durch den kleinen Pass fahren. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Eigentlich sollten da auch Bojen sein, aber ich sehe noch keine. Aber mal schauen. Da vor uns ist jetzt die Backbord-Einfahrtstonne zu sehen. Da geht's durch den Pass nach Raiatea. Wetter ist auch wieder schöner geworden. Wir sind in der Raiatea Carenage, das heißt, wir sind in der Werft, wo wir unsere Limelight rausholen wollen. Vermutlich gibt es aber keinen Platz mehr. Wir sind auf der Warteliste. Und wenn man sieht, wie das hier so aussieht, es sieht aus, als hätte man hier ein riesiges Müllproblem. So sieht es hier überall aus. Zwischen den Booten, unter den Katamaranen, ein Träumchen. Guckt euch dieses schöne Schiff an. Das verrottet hier so einfach. Ist eine Schande. Und einkaufen in Uturoa, die Hauptstadt von Raiatea. Und das ist hier richtig nett gemacht, so mit einer Einkaufspassage, der Fährhafen. Richtig nett hier. Komische Boote gibt es. Endlich mal wieder richtiges Segeln. Bei 20 Knoten Wind fahren wir nach Taha. Das ist hier die Enge zwischen Taha und da Raiatea. Herrlicher Wind. Und da hinten um die Ecke wollen wir noch rum. Das gefällt der Annette. Endlich wieder Schräglage beim Abwaschen. Am liebsten würde sie ja jetzt kochen. Ja, bitte. Sie liebt es, bei Schräglage zu kochen. Unbedingt. Im Hintergrund kann man Bora Bora sehen. Das ist in den nächsten Tagen unser nächstes Ziel. Ach so, macht Segeln doch Spaß. Angekommen in Taha. Direkt an der Kante liegen wir hier. Richtig schön. Wasser ist warm, 30 Grad würde ich sagen, oder 28. Ein bisschen wellig, aber das werden wir aushalten. Anders als auf den Tuamotus gibt es hier auf den Gesellschaftsinseln
wieder Früchte. Guckt euch diese leckere Avocado an. Und diese super leckere Mango. Dazu ein Frühstücksei, bisschen Salami. Und Annette hat einen Bergkäse. Da ist sie glücklich. Ja. Und das bei so traumhaftem Wasser. Vor Taha. Schwimmen am frühen Morgen in dem herrlichen Wasser. Da gibt es mal wieder Heckpflege. Denn auch hier in diesem paradiesischen Wasser wagen sich einige Algen und Korallen an unser Schiff. Was hattest du für einen Kommentar, Annette? Es ist so schön wellig, es spritzt immer ins Gesicht. Super. Ja, dann läuft auch der Schweiß nicht so, dann wird das immer wieder abgewischt. Wir haben bevor es ausgeht wieder. Yvette und Pablo von der Friere wieder getroffen. Die hatten wir das letzte Mal in Livaroa gesehen. Und da gehen wir heute zum Wein trinken. Und die haben uns Obst mitgebracht. Unterscheiden kann. Ah ja, okay. Aber ohne Brille ist auch immer schlecht. Ja. Nee, das geht. Aber letztens okay. Was haben die beiden hier für uns heute mitgebracht? Haben sie geerntet hier im Garten. Tropfen durften. Dann habe ich ein Land fotografiert. Die hätten sollte man scheiße. Weil auf der Hälfte war immer ein Wassertropfen.10. Oktober. Wir liegen immer noch von Tvorta. Heute total ruhig. Kein Windchen. Aber leider haben wir hier ein paar Algen, die um unser Boot schwimmen. Und es macht doch immer tock, 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 weil hier so eine Kokosnuss an unseren Rumpf schlägt. Aber ansonsten sieht das Wasser ja wohl herrlich aus, oder? Ist echt der Hammer. Und ein Blick auf Bora Bora. Da wollen wir heute noch hin, obwohl ein bisschen wenig Wind ist. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen. Guck dir mal dieses Wasser an. Mach ich, aber dafür muss ich ja. Genial. Aber warum schwimmt da so viel? Die Passausfahrt von da. Auf dem Weg nach Bora Bora. Ina tumue karavanina mu toroto kiriti iamai te awaroa e te kaina kua ki te kierau te kaina kua ki te kierau tari vera e te papata ie. Aue aku kai ngā tumue Tarawani nā mū toroto Kiriti ia mai Te awaroa e. Hier ist der Pass.
durch den wir gleich hindurchfahren werden. 200 Meter breit oder 250 sogar. Alle Versorgungsschiffe und Fähren kommen durch diesen Pass. Dann werden wir das wohl auch schaffen. Endlich mal wieder Schmetterling segeln. Bei 11 Knoten Wind, 4,4 Knoten Fahrt. Bora Bora in 16 Meilen. Bora Bora fast ohne Wolken. Das ist ganz, ganz selten. Noch 8 Meilen, dann sind wir in der Passeinfahrt. Whale watching. Total angenehmes Segeln bei 12 Knoten, kaum Welle, geht's hier an Bora Bora vorbei. Noch 2 Meilen bis zur Einfahrt. Nach einem herrlichen Segeltörn fahren wir ein in die Lagune von Bora Bora. Hafen von Bora Bora. Ja, da sieht man schon, dass das hier recht touristisch ist. Super angelegt, viele Boote, Sportboote, Touristenboote, alles da. Schaut mal, was es heute bei uns gibt. Was hast du denn? Eis. Was hast du denn? Ich habe Rocher und Karamell. Und ich habe Passionfruit und Karamell. Total lecker. Oh, jetzt müssen wir essen. Wir sitzen im berühmten Bloody Mary Bar auf Bora Bora. Ist noch ein bisschen leer, vielleicht wird es voller. Leider wird das Hotel hier neu aufgebaut, deswegen ist ein bisschen reduzierte Karte und auch nicht so viel los. Aber wir lassen uns mal überraschen. Hast du was zu essen gefunden, Annette? Ja. Was isst du denn? Ich mache einen Fischburger. Sehr schön. Am Eingang von Bloody Marys gibt es Holztafeln, auf denen berühmte Persönlichkeiten, die schon hier waren, verzeichnet wurden. Wie zum Beispiel Olivia Newton-John. Es ist 0 Uhr. Ich bin hier von diesem Kreischen wach geworden. Hört ihr das auch? Und wir können nicht finden, wo das ist. Ob das ein Tier ist oder ob das elektronisch ist, wir finden es nicht. Das macht einen wahnsinnig. Ein wahnsinnig. Und von diesen Resorts gibt es hier
hier mehrere. Wahnsinn. Wie viele Häuschen. Und dafür bezahlen die so viel Geld. Da sollen wir angeblich durchpassen. Sieht ganz schön riffig aus. Aber wir werden langsam fahren. Und wir haben hier eine nette Maus gucken. Bora Bora. Wunderschön. Allerdings ist es hier mit all den Bommis und Untiefen recht kompliziert. Hier reihen sich Bungalow-Anlagen, die auf Stelzen über dem Wasser stehen, aneinander wie Perlenketten. Das ist eine ziemlich spannende Ecke. Wir sollten durch sein, bevor der Katamaran kommt, denn für beide wird nicht genug Platz sein. Wir sind wieder mal auf Varroa-Jagd. Aber wir finden keine. Nein, es ist korallig, nicht sandig genug. Heute Abend sind wir auf der Friire zum Thunfisch oder Bonito oder was sagst du, Großaugen-Thunfisch? Also Großaugen-Thunfisch oder wie du sagst? Bonito, Pazifik-Bonito. Pazifik-Bonito. Ah, ja. Weil so, also ich habe den probiert heute oben und das ist eingeladen. Eher so, wir hatten schon mal so ein Bonito. Runter? Was Küche. Die hier macht? Ah, das ist hier die Küche, boah, tief unten. Tiefer gelegt. Wahnsinn. Tiefer gelegt. Und gibt's frisches Brot? Sieh. Oh, super. Thunfisch Tatar. Ui. Thunfisch Japanisch. Tatar. Japanisch. A la Yvette. A la Naoko. Aber die. Und hergestellt von Yvette. Yvette, die isst das aber nicht. Das macht mich ein bisschen stutzig. Das stört mich auch. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist bei uns so. Einer muss die uns retten können dann. Auf geht's zum Wandern! Mit Yvette und Pablo! Moin! Endlich mal ein richtiger Motor! Das ist mir so heiß hier. Hot. So, die ersten 100 Höhenmeter haben wir geschafft. Von 3000. Ah, genau. Irgendwie gibt ja mal einen Schluck Wasser. Aber. Wahnsinn. Der Aussichtspunkt reicht mir hier jetzt auch schon. Nein. Schwitzt du etwa? Steil den Berg hinauf.
Das ist ja ein Wanderweg. Wir müssen einfach mal auf Foto gehen. Und wir sind oben angekommen. Stell dir vor, ich wollte ein Video machen. Jawohl. Geschafft. Der Hammer. Der Hammer. Den Hammer, Hammer. Komm, wir machen mal Foto, Bergziehen. Vorbildlich. Oh ja. Wird der Müll eingesammelt und zum Mülleimer gebracht. Ja, wieder total tolles Wasser. Da unten liegt unsere Ankerkette. Schade, gerade da. Seht ihr das? Zwei Adlerrochen. In der Hoffnung, dass das heute auch tatsächlich funktioniert. Und es ist richtig schön hier. Kuro tu maohie. Glaube ich auch Mittagspause. Deswegen sind hier auch gar keine Boote, keine Touri-Boote. Und weit und breit sind sie gerade nicht zu sehen. Orihere, te taipe, o te aia. Kuro tu, ma oie. Am 17. Oktober 2023 verlassen wir Bora Bora. Das Wetter macht es uns einfach, bisschen bewölkt und es soll heute auch noch anfangen zu regnen. Wir fahren jetzt die 17 Meilen nach Taha zurück. Manuara.